So, es ist 22:15 Uhr, meine Damen und Herren. Hefte raus. Telefon in Flugmodus. Stoffi89, vielen Dank für den Sub. Und lasset die Schachschule beginnen. Ja, das kriegen wir hin, ihr Chat. Ich bin noch hier im Chess24-Modus. Deshalb muss ich das Brett ein bisschen anders ausschnibbeln. So gut. Damals doch schon fast. Wunderschön. Also, meine Damen und Herren, heute beschäftigen wir uns weiter mit der sizilianischen Verteidigung. Wir haben in der letzten Folge schon ein paar Basics gelernt zu Sizilianisch, der zweitpopulärsten Eröffnung nach erstens E4, fast gleich auf mit E4, E5. Eine Eröffnung der Schachweltmeister Garry Kasparow, Robert James Fischer. Auch Magnus Carlsen hat Sizilianisch ziemlich fest in seinem Repertoire. Und heute beschäftigen wir uns, nachdem wir letztes Mal so ein paar Nebenweihen kennengelernt haben. Was passiert nach Bauer nach C3? Was passiert nach Springer nach C3? Was tun gegen das Mora-Gambit? So Geschichten beschäftigen wir uns heute mit unserer ersten sizilianischen Hauptvariante. Und zwar, ich habe es Sveshnikov genannt, aber wir behandeln den Komplex nach Springer nach F3, Springer nach C6. So, für meine Augen ist Springer nach C6 hier der logischste Zug. Wir haben ja Bauer nach C5 gespielt, um einerseits unseren Einfluss aufs Zentrum ja von der Seite zu erhöhen und andererseits aber auch, also für meine Begriffe, um Springer nach C6 vorzubereiten, dass der Springer nicht mehr diesen Bauern verstellt, sondern jetzt Einfluss aufs Zentrum ausüben kann, ohne dass er den Kollegen daran gehindert hat, das auch zu tun. Deshalb Springer nach C6, also ich glaube, wenn man einem Fortgeschrittenen, der aus irgendwelchen Gründen noch nie Schacheröffnung gesehen hat, diese Stellung zeigt, würde er denken, hier Springer nach C6 ist der logische Zug. Und die anderen Hauptzüge, die wir auch noch kennenlernen werden, nämlich Bauer nach D6 und Bauer nach E6, sehen auf den ersten Blick ein bisschen komischer aus, legen sich ja schon fest. Tatsächlich ist Bauer nach D6 aber mindestens genauso populär wie Springer nach C6. Also, Springer geht raus nach C6, kontrolliert weitere Zentrumsfelder und Schwarz bleibt noch relativ flexibel, was er im nächsten Zug spielen will. Ob er Bauer nach E6 spielen möchte, Springer nach F6, Bauer nach D6, Bauer nach G6. Er legt sich noch nicht fest mit seinem Bauer. Was sollte Weiß tun? Gibt grundsätzlich drei Hauptzüge. Kommt ja Walle 3. Von mir aus auch 4, wenn ihr wollt. D4 wird genannt. Ja, 3 aus 4 haben wir. Ja, Halke Digger wieder, Halke Digger. Ist hier ein bisschen. Naja, Halke Digger macht Druck. Also Bauer nach D4 ist der absoluter Hauptzug, dieses Feld wird ja von beiden Seiten zweimal kontrolliert. Und all diese Geschichten haben wir auch schon gelernt. Wo Weiß Springer nach F3, gefolgt von Bauer nach D4 spielt im dritten Zug, sind der sogenannte offene Sizilianer. Die Alternativen, die ich hören wollte, waren Läufer nach B5, Rossolimo, so heißt es, und ist lustig zu sagen. Pferdebrause, Rossolimo. Springer nach C3. Das hat Vor- und Nachteile. Es legt sich noch nicht fest, was als nächstes passieren soll. Meistens wird es gefolgt von Bauer nach D4. Aber es hat so ein paar Zugfolgen, Tricksereien, Ideen. Und Bauer nach C3 hätte ich auch noch gelten lassen. Bauer nach C3 brauchen wir aber nicht näher zu behandeln. Danach geht es per Zugumstellung in Sachen, über die wir schon im Rahmen von
zweitens C3 gelernt haben, Schwarz-Kreis entweder Bauer nach D5 spielen oder Springer nach F6 den Bauern hier attackieren. Wenn dieser vorrückt, dann wieder mit dem Springer in die Mitte. Läufer nach C4 ist ja nicht so blöd, wie es aussieht. Wurde von Jordan sogar einmal gespielt in jüngster Vergangenheit. Aber grundsätzlich im Sizilianer keine so gute Idee normalerweise, weil es mit Bauer nach E6 und Bauer nach D5 gut gekontert werden kann. Wir beginnen mit unserem ersten offenen Sizilianer. Bauer nach D4. Ah, jetzt weiß ich, was falsch ist, Chat. Wir haben keinen Balken. Der Balken muss her. Den Balken haben wir ausgeschnitten hier in der Chess24-Show, weil wir ihn da nicht brauchen. Aber hier brauchen wir natürlich einen Balken. Oh nein, Balkenpech. Ohne Balken wissen wir auch gar nicht, wer besser steht. Außer ihr glaubt mir, aber warum solltet ihr das tun? Also, lasse den Balken erscheinen. Steve, bist du da? Hier ist der Balken. Weiß steht minimal besser, nicht überraschend. Wir sind im dritten Zug. Beide Seiten haben logische Züge gespielt. Und Weiß steht im Schach nun mal am Anfang minimal besser, weil er ja anfängt. Sogenannten Anzugsvorteil habe ich heute nicht, weil ich hier eher so astronautmäßig. Oder ich finde eher South Park Kenny-mäßig mich klar. Bauer nach D4, was soll das Schwarz tun? C schlägt D4 ist korrekt. Gibt auch keine wirkliche Alternative. Also das zu ignorieren wäre blöd, weil der Bauer dann weiter vorziehen würde, Druck machen würde auf diesen Springer. Und Springer schlägt D4 wäre auch keine gute Idee. Die Option hätten wir auch noch am nächsten Zug, aber das wollen wir nicht machen. Also C schlägt D4 muss sein. Grundsätzlich in all diesen offenen Sizilianer-Varianten. Wenn Bauer auf D4 auftaucht, schlagen wir ihn raus. Weiß schlägt zurück mit seinem Springer. Was machen wir jetzt? Springer F6, genau das ist der Hauptzug. Es gibt hier durchaus Alternativen, die prominentesten sind wahrscheinlich Bauer nach E5, die sogenannte Kalaschnikow-Variante. Wirrer Name gerade heutzutage. Es gibt Bauer nach E6, das lernen wir vielleicht noch kennen in einem anderen Video. Das ist Zugumstellung zur Paulsen-Variante. Und manche Leute spielen hier auch Bauer nach G6, um den Läufer rauszubringen. Was hier aber ein bisschen lame ist. Ein Tilo fragt, warum würde man mit dem Bauern vorziehen, Stein zu schlagen? Ich meine spezifisch nach E6, weil er jetzt verteidigt ist. Aber grundsätzlich würde ich auf die meisten Züge vorziehen. Also keine Ahnung, selbst ein schwarzer Quatschspiel wie G6 würde man auch hier vorziehen, den Springer angreifen, den Bauern zu schlagen. Bringt nicht so viel, weil Schwarz sich zurückholen mit Dame A5 Schach. Keine so gute Idee. Also zurück zu unserer Stellung. C schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer nach F6. Auch der logischste Zug, ne? Also der Springer wird entwickelt, greift diesen Bauern an. Und Weiß verteidigt ihn in aller Regel mit Springer nach C3. Ein kleiner Trick, den ihr in ähnlichen Situationen schon gesehen haben werdet, wäre, wenn Weiß hier schlägt, machen die meisten nicht, zu Recht, da stärkt er das schwarze Zentrum, ist nur in Ausnahmesituationen gut. Dieser B-Bauer schlägt zurück, aber wenn die weiße Idee jetzt ist, mit seinem Bauern vorzugehen, Bauer nach E5. Was machen wir jetzt? Dame A5, genau. Ein Thema, das wir schon kennen. Dame geht raus. Doppelangriff auf König und diesen Bauern. Und Schwarz gewinnt den Bauern. Also ein Thema, das es in vielen Eröffnungen immer mal wieder gibt. Aber gerade im Sizilianer immer wichtig, ein Auge drauf zu halten. Ob nicht, zack, hier. Der Doppelangriff. Deshalb Springer steht C6, keine gute Idee. Eigentlich ist nur Springer C3 hier sinnvoll tatsächlich. Also so manchmal sieht man Bauer nach F3, aber dann schwächt Weiß sich. Zu früh, zu sehr.
gehe nach Bau nach D5, steht Schwarz schon besser. Daher Springer raus, verteidigt diesen Bauern. Und jetzt verzweigt sich das Spiel wieder. Schach ist halt groß. Es gibt so viele unterschiedliche Varianten. Was schlagt ihr vor? Wahrscheinlich wisst ihr oder wahrscheinlich wissen einige von euch auch, was Sveshnikov ist, was der nächste Zug ist. Aber was sind hier die sinnvollen / gängigen Züge? Schwarz ist dran. Also E5 lese ich, ist korrekt, das ist die sogenannte Sveshnikov-Verteidigung und die, mit der wir uns heute beschäftigen. Alternativen, die man hier machen kann, wäre Bauer nach D6. Das ist die sogenannte Richter-Rauser-Verteidigung. Benannt nach den Herrn Richter und Rauser. Manche nennen es auch klassisches Sizilianisch. Kann man auch machen. Aber machen wir heute nicht. Und ein weiterer spielbarer Zug ist Bauer nach E6, was zu sehr spezifischen Sachen führt. Aber wir fangen erstmal an mit Sveshnikov, mit Bauer nach E5. Was sind Vor- und Nachteile? Gewinnt an Tempo, aber schwächt das Feld D5, ich denke. Das ist eine faire Zusammenfassung. Gewinnt Zeit, der Springer muss nochmal durch die Gegend ziehen, macht den Läufer auf. Aber es hinterlässt chronische Schwächen. Denn wir wissen, Bauern können nie zurückziehen. Das heißt, dieser Bauer wird nie mehr in der Lage sein, dieses Feld zu verteidigen. Alte Dame fragt, gibt es eigentlich beide Begriffe Zugumstellung und Zukunftsstellung? Ne, es gibt nur Zugumstellung, also die erste. Zukunftsstellung, sagt mir jetzt nichts. Vielleicht die Stellung nach dem nächsten Zug. Dazu kommt der rückständige D-Bauer, lasse ich auch gelten. Ja, geht Hand in Hand mit der Schwächung dieses Feldes. Der Bauer wird ein bisschen rückständig. Hier ist jetzt schon schwer und hier wird schon relativ fortgeschritten, was der nächste weiße Zug ist, der beste weiße Zug. Ist nicht vollkommen Common Sense, würde ich sagen. Wahrscheinlich wissen es wieder einige von euch, ja, ja. Springer DB5 ist korrekt, aber ist nicht so logisch, oder? Also bisher waren die Züge logisch. C5, beide Seiten ziehen die Springer raus, wie wir es kennen. Aber jetzt ist tatsächlich der einzig kritische Zug, mit dem Springer hier hinzugehen, was auf den ersten Blick eher aussieht wie so ein bisschen so ein Anfängerzug mit dem Springer nach vorne, hoffen, dass man hier irgendwas holt. Aber es ist in der Tat der kritische Versuch. Alle anderen Züge sind ein bisschen langsam. Wenn der Springer sich zurückzieht, so Springer nach F3 sieht er normal aus, aber dann erreicht Schwarz eigentlich genau, was er wollte. Er hat die Zeit hier gewonnen, den Springer zurückgetrieben. Jetzt kommt er mit dem Läufer an. Zack. Fesselt, greift hier an, bereitet Rochade vor, bereitet auch Bau nach D5 vor, weil der Springer jetzt gefesselt ist und würde all seine Probleme sofort lösen. Steht gleich sogar schon besser. Steht schon ein bisschen besser. Und für Springer nach B3 gilt selbiges. Kommt auch wieder diese gemeine Fesselung. Schwarz macht Druck. Springer schlägt C6, ist strategisch einfach nicht so erstrebenswert. Der Bauer schlägt zurück, löst wieder das Problem dieses Feldes, weil er es jetzt kontrolliert und in der Zukunft kann Schwarz versuchen, das Zentrum zu besetzen mit seinen Bauern. Das ist nicht so toll. Was gibt es noch? Springer könnte noch hier hin vielleicht. Das wird, glaube ich, sogar hin und wieder gespielt. Aber das kann Schwarz jetzt mit Brutalität lösen. Bauer geht nach D5. Öffne dem Läufer hier die Sicht auf diesen Springer. E schlägt D5, Läufer schlägt F5. Und Schwarz steht ganz okay, soweit ich weiß. Schlägt, schlägt. Und die mobilisierten Figuren kompensieren, dass der Bauer ein bisschen schwach ist. Das im Schnelldurchlauf zu den Möglichkeiten hier, warum Springer DB5 eigentlich nach der Ausschlussmethode der einzig gute Zug ist. Springer würde gerne hier ein Schach geben. Also wenn Schwarz zum Beispiel Bauer nach A6 spielt, den angreift,
Der Springer in den Schach geben, schlägt, Dame schlägt. Und diese Stellung ist schon recht deutlich angenehmer für Weiß. Weiß hätte das gute alte Läuferpaar und die Schwächen in der schwarzen Stellung werden nicht verschwunden. Also das hier ist schon ziemlich fürchterlich. Deshalb muss Schwarz sich um diese Drohung kümmern. Wie macht er das? Bau nach D5 wird gesagt, aber wenn wir jetzt durchzählen, einmal, zweimal, dreimal angegriffen und nur einmal, zweimal verteidigt. Das reicht nicht. Nach E schlägt D5, gewinnt Weiß. Deshalb muss man bescheidener sein, Bau nach D6. Ist ein bisschen schade natürlich, damit sperren wir unseren eigenen Läufer ein, aber wir müssen diese Drohung Springer nach D6 Schach parieren. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass Läufer B4, was auf die anderen Züge gut war, hier nicht so viel Sinn macht. Weiß greift ihn an und zack. Kann jetzt mit dem Springer zurückschlagen, was er den anderen Varianten nicht gut konnte. Daher Bauer nach D6 und das ist eigentlich so die Ausgangsstellung der Sveshnikov-Variante, benannt nach Jewgeni Sveshnikov, ein Pionier der Eröffnungstheorie. Vielleicht kommt euch diese Stellung bekannt vor, wenn ihr das WM-Match Caruana gegen Carlsen verfolgt habt im Jahre 2018, wo Carlsen Sizianisch und Sveshnikov insbesondere zu seiner Hauptwaffe auserkoren hatte. Da wurde diese Stellung dreimal diskutiert. Die Stellung nach C5 und Springer C6 sogar sechsmal. Was sollte Weiß hier machen? Die Stellung ist relativ wehr. Weiß hat, der weiße Springer steht jetzt komisch, wenn er nicht mehr auf das Feld kommt. Und Weiß hat ein bisschen Zeit verloren. Schwarz hat sich dafür diese chronischen Schwächen eingehandelt. Und ja, viele gute Vorschläge oder eigentlich die drei Hauptzüge. Weil es gibt zwei Hauptzüge. Der eine ist Läufer nach G5. Sehr logisch, kämpft um das Feld D5 hier und droht auch direkt so ein bisschen hier zu schlagen. Denn die Dame kann nicht zurückschlagen, weil der Springer hier Schach geben würde. Noch gemeiner droht aber jetzt mit dem nächsten Springer hier reinzuspringen, wo dieser Springer gefesselt ist. Also muss Schwarz was tun. Der andere Hauptzug ist Springer nach D5. Das war die Wahl Caruanas in den drei Partien in Carlsen. Historisch ist Läufer nach G5 der verbreitetste Zug. So nach der modernen Eröffnungstheorie ist eher Springer nach D5 kritischer. Führt zu komplizierteren Stellungen, schärferen mit besserem Gewinnchancenbeweis. Während auf Top-Großmeisterniveau Läufer nach G5 einigermaßen neutralisiert ist. Trotzdem ist Läufer nach G5 positionell der irgendwie logischere Zug und der auf den ersten Blick mehr Druck macht. Nur kann Schwarz hier nach, auch das ist nach momentanem Stand der Dinge, Zug für Zug seine Probleme ganz gut lösen. Fangen wir hier an. Was sollte Schwarz tun? Läufer E7 ist zu langsam. Sieht logisch aus, aber das funktioniert nicht. Weiß schlägt. Jetzt haben wir schon ein Problem. Wenn wir den Läufer zurückschlagen, ist dieser Bauer weg. Und wenn wir den Bauern zurückschlagen, einerseits hässlich, aber das sieht man häufiger in Sveshnikov-Varianten. Aber hier kommt jetzt gleich der nächste Springer auch noch an. Droht diese Gabel und Schwarz hat schon sehr, sehr ernste Probleme. Also Läufer E7 können wir nicht machen. Die richtige Antwort, haben ja auch schon einige geschrieben, ist Bauer nach A6. Es ist sehr wichtig, diesen Springer schnell auf ein schlechtes Feld zu jagen. Nämlich hierhin an den Rand. Wir wissen, Springer am Rand
nicht so angesagt, bevor Weißzellen was kommt. H6 wäre auch wieder kontraproduktiv, dann wird wieder geschlagen und Springer nach D5. Also es gilt darum, diesen Springer zu verjagen, bevor der noch mehr Schaden anrichten kann. Läufer G4, verliert eine Figur, Kommando Bardo, denkt drüber nach. Bauer H6, jetzt muss der Springer weg. Entweder nachschlagen oder sofort. Größerweise ist sofort zurückgehen der Hauptzug. Es mag ja logisch aussehen, hier zu schlagen, wieder mit der Hoffnung, die Dame ist angegriffen und wenn sie hier zurückschlägt, kommt die Springergabel. Aber hier, zack. Das darf Schwarz nicht zulassen. Er muss mit dem Bauern zurückschlagen. Und jetzt hat er wieder diese kaputte Struktur, die wir eben hatten. Aber der Vorteil, den er eben hat, ist, dass dieser Springer sich jetzt an den Rand zurückziehen muss. Und gemeinhin spielt Weiß diesen Zug sofort, in dem Wissen, dass wenn er auf F6 schlagen möchte, dass er es auch später noch machen kann. Auch hier ist das Spiel noch relativ zwingend. Gut, hier gibt es eine Alternative, die aber unbeliebt ist. Schwarz, der ja positionell hier ins Risiko gegangen ist, dieses Feld ist halt irreparabel geschwächt, muss versuchen, dafür Kompensation zu kriegen in Form dieses deplatzierten Springers. Der Springer auf A3 steht nicht gut. Man will nicht, dass der Springer hier wieder angetanzt kommt. Alter Antanztrick mit Springer nach C4. Deshalb muss man versuchen, den auszusperren mit Bauer nach B5. Es gibt Varianten mit laufender E6, die aber besser sind für Weiß. Deshalb muss Bauer nach B5 sein, droht nebenbei mit Bauer nach B4 einen der Springer zu gewinnen. Und ja, wir sind schon relativ weit, aber das Spiel ist halt überraschend zwingend in den Hauptvarianten. Auch hier sind wir noch in einer absoluten Startposition der Eröffnungstheorie. Weiß er wieder zwei Möglichkeiten. Das ist das letzte Mal, dass ich nach zwei Möglichkeiten frage. Also in den nächsten 2 Minuten. Sorry. Springer nach D5 ist eine der Möglichkeiten. Korrekt. Auf Stich B5 funktioniert hier noch nicht. Ne? Der wird weggenommen. Na, Springer AB1, ein bisschen lame. Ne, die Alternative ist tatsächlich jetzt hier zu schlagen. Lauf steht F6. Wonach auf den ersten Blick mit der Dame zurückschlagen, wie der logisch aussieht. Aber das ist wieder zu langsam. Jetzt kommt der Springer hier an, greift die Dame an. Dame muss zurück. Und jetzt kann Weiß, soweit ich weiß, vielleicht meintest du das, hier mit Laufsteg B5 sogar schon gewinnen. Bisschen random, aber das funktioniert, weil diese Gabel sehr, sehr schwer zu parieren ist. Deshalb muss Schwarz mit dem Bauern schlagen. In all diesen Sveshnikov-Varianten. Eigentlich muss man immer mit dem Bauern schlagen, wenn Weiß nichts Dummes macht. Und jetzt spielt Weiß Springer nach D5. Besetzt dieses Feld in der Mitte. Und damit haben wir eine relativ typische Sveshnikov-Struktur, die hauptsächlich sehr verwirrend ist. Also ich habe ungern, oder ich habe nie so richtig Sveshnikov gespielt. Ich glaube ein, zwei Mal in meinem Leben, weil ich diese Strukturen immer gefürchtet habe, weil man halt diese statische Schwäche hier in der Mitte hat. Und Weiß langfristig gute Chancen hat, auf den ersten Blick besser zu stehen, wenn er hier mit dem Springer ankommt, C3, Springer C2, Springer E3 oder so. Aber wie so häufig ist die Sache nicht so leicht. Schwarz hat das Läuferpaar, der Springer steht schlecht und Schwarz kann hier relativ schnell anfangen, gegenzuhalten und die Lage zu komplizieren. Bauer nach F5 zum Beispiel ist der Hauptzug, zu versuchen, diesen Doppelbauern hier aufzulösen, das Zentrum zu stressen. Und es bleibt wild. Objektiv ist es ja alles okay. Ich hatte ja schon gesagt, dass auf höchstem Niveau diese Varianten gar nicht mehr so populär für Weiß sind, weil Schwarz all seine Probleme gelöst hat. Subjektiv für mich, der immer eher so eine gesunde Stellung hat oder eine Stellung ohne Schwächen, ist das eine schwere Variante zu spielen. Weiß hat ja alle möglichen Möglichkeiten. Aufstieg B5 ist wieder ein Thema. Bauer nach C3 kann man spielen, man kann hier schlagen. Bauer nach C4 kann man spielen. Es ist eine wahnsinnig komplizierte Stellung. Eine typische Variante wäre zum Beispiel sowas. Schlägt, schlägt, Bauer nach C3, um mit dem Pferdchen hier anzukommen. Läufer nach G7,
Springer nach C2, kurz Rochade, Springer geht hier hin, Läufer geht zurück. Und das Spiel bleibt sehr zweischneidig. Schwarz möchte F5 spielen, angreifen, hat seinen König halbwegs in Sicherheit gebracht. Aber weiß er das schöne Feld hier in der Mitte? Also das wäre eine von vielen Varianten, die für Schwarz absolut spielbar sind, aber nichts für schwache Nerven. Also ihr müsst euch nicht unbedingt alle Züge hier merken. Ich will eher, dass ihr so ein Gefühl kriegt für, womit man es zu tun hat bei den verschiedenen Haupteröffnungen. Was Vor- und Nachteile sind. Vorteil von Svechnikov, dynamische Gegenchancen des Läuferpaar. Nachteil, statische Schwächen in der Mitte. König nicht so leicht zu sichern. Nichts für schwache Nerven. Also es ist sehr Geschmackssache. Eröffnungstheoretisch auf höchstem Niveau ist hier bei Schwarz alles in Ordnung. Selbiges gilt für die Alternative. Die hattet ihr auch schon gesagt. Man muss nicht direkt hier schlagen, sondern man kann auch erst mit dem Springer in die Mitte sich noch die Optionen offen lassen. Und jetzt sagt Schwarz aber, ne, du hattest deine Chance hier. Ich habe dir dreimal die Chance gegeben, hier zu schlagen. Jetzt möchte ich das nicht mehr. Jetzt stecke ich meinen Läufer dazwischen. Und wenn du hier schlägst, was wieder richtig ist, der Springer ist mächtiger als der Läufer hier in diesen Stellungen, weil er halt so ein schönes Zentrumsfeld hat, dann schlage ich mit meinem Läufer zurück und schwäche meine Bauernstruktur nicht so. Das ist die Alternative, bisschen weniger scharf, aber wieder mit ähnlichem Spiel. Weiß keines Bau nach C4 spielen oder wieder Bau nach C3, um diesen Springer, das Sorgenkind, Richtung Mitte zu bringen. Und hier, okay, man könnte Aufsätze schreiben drüber, ob man mit Läufer G5 anfängt, mit Turm nach B8, mit kurzer Rochade. Aber das würde unseren Rahmen etwas sprengen. Auch hier objektiv für Schwarz alles in Ordnung. Statisch nicht so leicht zu spielen. Also es ist eine wilde Variante, weil es so Stellungstypen sind, die man eigentlich sonst nie hat in irgendwelchen anderen Eröffnungen. Schwarz nimmt diese chronischen Schwächen in Kauf, aber Weiß verliert dafür viel Zeit. Schwarz kriegt meist das Läuferpaar. Das ist die Natur des Spiels im Svechnikov, insbesondere nach Lauf nach G5. So, das war viel Information auf einmal, Chat. Ich lasse euch einmal ganz kurz durchatmen und wir gehen durch, wie wir hier hingekommen sind. Unser Thema ist ja sizilianisch. Bau nach E4, Bau nach C5. Springer raus, bereitet hier einerseits vor, die Mitte zu besetzen, andererseits kommen wir natürlich auch der kurzen Rochade einen Schritt näher. Springer nach C6 kämpft hier von der Seite um die Mitte. Der logischste Zug für meine Augen hat den Nachteil, dass es die Entwicklung am Königsflügel nicht so schnell vorantreibt. Beispiel Bau nach D4, nicht der einzige Zug, aber vielleicht immer auch der kritische, der offene Sizilianer. Zur Alternative kommen wir gleich noch. C schlägt D, Springer schlägt D4. Schwarz spielt wieder sehr logisch, den Springer raus, greift den Bauern an. Weiß verteidigt den Bauern mit seinem Springer und Schwarz erhöht das Tempo mit diesem sehr, sehr verpflichtenden Zug Bauer nach E5. Greift den Springer an, zwingt Weiß weiter mit seinem Springer durch die Gegend zu ziehen, aber schwächt eben auch das Feld. Und das haben wir in den Varianten eben gesehen. Wenn Weiß sich auskennt, den richtigen Zug hier spielt, Springer nach D5, Springer nach B5. Schwarz muss Bauer nach D6 spielen, das Schach jetzt verändern. Und jetzt hatten wir eben die Varianten nach Lauf nach G5. Der Springer wird vertrieben. Und das Spiel bleibt sehr, sehr kompliziert. Die Alternative zu Lauf nach G5 habe ich da ja auch schon gesehen. Akku Iris war, an welchem Zug nennt man das jetzt explizit Svechnikov? Ab Bauer nach E5. Das hier ist Svechnikov. Bauer nach E5, das ist Svechnikov. Bauer nach D6 oder Bauer nach E6 werden noch andere sein. Springer DB5, nicht A6 wegen Springer D6, sondern Bauer nach D6. Überläufer G5 haben wir gesprochen. Gucken wir uns den anderen Zug an. Springer nach D5. Dreimal gespielt von Caruana gegen Carlsen. Ich war im Team Carlsen bei der WM 2018. Den kann ich mir vorstellen, dass ich recht viel Zeit mit dieser Störung verbracht habe. Springer nach D5. Es droht hier die gemeine Springergabel. Also haben wir keine Wahl. Wir müssen den Springer wegnehmen. Und Weiß schlägt mit dem Bauern zurück. Hier mit der Dame schlagen würde nicht viel Sinn machen. Wird zu viel Zeit verlieren. Dann kann Schwarz in Ruhe
die ganzen weißen Figuren zurückdrängen. Der Bauer schlägt zurück und jetzt sehen wir, jetzt hat sich die Struktur auf einmal drastisch geändert. Der Bauer von E4 verschwindet. Bauern schlagen ja schräg, wissen die wenigsten. Geht nach D5. Das heißt, weiß er jetzt ein bisschen Raumvorteil auf einmal, weil dieser Bauer so weit vorne ist. Aber die Schwäche des Feldes D5, die wir in den Lauf der G5 Variante gesehen haben, ist so ein bisschen verschwunden, weil der weiße Bauer das Feld jetzt ja besetzt. Das heißt, man muss sich keine Sorgen mehr darüber machen, dass ein Springer hier auftaucht. Und die Natur des Spiels ist sehr, sehr anders als nach Lauf nach G5. Schwarz muss weg mit dem Springer und tatsächlich sind beide Züge hier vertretbar. Zum einen Springer nach B8. Sieht natürlich aus, als hätte man Zeit verloren. Aber dadurch, dass sich die Lage geändert hat und Weiß natürlich auch Zeit verloren hat, indem er mit seinen beiden Springern die Gegend zieht, ist dieser Zeitverlust nicht so tragisch. Das Springer nach B8 ist, auch wenn es vielleicht wer aussieht, eher der Common Sense Zug. Schwarz möchte dann Läufer nach E7 folgen lassen, kurze Rochade, den Springer wahrscheinlich vertreiben, den Springer nach D7 stellen. Na, ich kann ein paar Züge machen hier. C4 zum Beispiel, Läufer E7, Läufer E2, Rochade, Rochade. A6, Springer C3, Springer D7. Und dann möchte Schwarz hier drüben angreifen mit F5. Mit kompliziertem Spiel. Alternative zu C4, die Caruana häufiger gespielt hat, ist auch schon sehr subtil. Das Bau nach A4 hier zu spielen. Kann man auch machen. Stemmt sich gegen A6, B5. Legt sich auch noch nicht auf dieses C4 vor. C4 fest. Und der Springer möchte dann häufig diese Route gehen. Das fällt selber ein. Also, sehr komplizierte Stellung, aber auf nicht Top-Niveau für Schwarz relativ leicht zu spielen. Dieses Springer nach B8, Läufer E7, Rochade A6, Springer D7. Und dann mal gucken. Gegen alles kommt man ganz gut mit durch. Die Alternative, die Carlsen auch im Match gespielt hat, ist Springer nach E7. Möchte den Springer hier drüben aktiver verwenden, indem der Springer nach G6 geht oder auch nach F5. Kostet aber weitere Zeit. Also man kann nicht im nächsten Zug Läufer nach E7 spielen, sondern der Springer muss nochmal ziehen und ist dadurch nochmal zweischneidiger als Springer zurück nach B8. Hier wird es gleich sehr, sehr kompliziert, so C4. Das hier sind so Caruana gegen Carlsen, Battlegrounds mit Chaos. Ich würde empfehlen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Sveshnikov zu lernen, und noch keine Großmeister seid, dann erstmal mit Springer nach B8 anzufangen, weil es einfacher zu spielen ist. Objektiv nehmen sich beide Züge nicht viel, sind beide spielbar. Aber Springer nach B8 ist halt leichter. Lauf E7, Rochade, A6, Springer D7, dann F5, da mal gucken. Das war's soweit zu den Hauptvarianten im Sveshnikov-Sizilianer. Hier, es gibt noch als Alternative Bau nach A4, ist aber ein bisschen lame. Also die Idee davon ist, den Springer zurückzuziehen und dass dann nicht B5 gespielt werden kann, aber es verliert so viel Zeit. Macht keinen Druck auf die schwarze Stellung. Das ist nichts Besonderes hier. Das glaube ich, laufe nach G4 schon ein guter Zug tatsächlich. Also wie gesagt, eine sehr komplizierte, sehr zweischneidige Öffnung. Schwarz schwächt sich, kriegt dafür aber dynamisches Spiel. Objektiv vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich würde sagen, so auf Weltklasse-Niveau, neben Neidorf, die beliebteste sizilianische Variante. Und so in Ordnung, dass viele Weißspieler sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und im dritten Zug ausweichen. Hier, wir können es vielleicht hier in dem Rahmen noch kurz abhandeln. Es gibt die Alternative, anstelle von Springer F6 sofort E5 zu spielen, diese sogenannte Kalaschnikow-Variante, die aus meiner Sicht eher eine schlechtere Version von Sveshnikov ist. Mag Leute geben, die das anders sehen. Beispiel wieder dieses Springer nach B5. Schwarz sollte wieder D6 spielen. A6 gibt es auch, ist aber nicht gut. Und jetzt hat Weiß die Zusatzmöglichkeit, hier zum Beispiel Bau nach C4 zu spielen und den Springer hier zurückzubringen, die er im Sveshnikov nicht hat, weil da ja schon der weiße Springer hier steht. Aber weil Sveshnikov halt so zäh ist, sagen sich manche Weißspieler in dieser Situation auch, nee, will ich nicht. Talkers 79, vielen Dank für den Prime Sub. Was ist die Hauptalternative? Haben wir
Eingang schon kurz behandelt. Ich bin kein Kalaschnikow-Experte, aber es ist für mich weniger logisch als Verschnikow. Und ich glaube, objektiv auch ein bisschen zweifelhafter. Trotzdem, ist nicht direkt schlecht, führt auch zu Wehrenstrukturen. Aber ich sehe wenig Vorteile gegen Verschnikow. Laufen nach B5 in dieser Stellung ist die Alternative. Spielt halt nicht den offenen Sizilianer mit D4, diese sehr speziellen Strukturen, sondern sagt einfach, ich mache einen normalen Zug, ich bereite die kurze Rochade vor. Wenn ich Zeit habe, würde ich gerne kurz rochieren, Turm einspielen, Bau nach C3, Bau nach D4 und dann mal gucken. Und der Läufer geht nach B5, um Kontakt zu diesem Springer aufzunehmen. Und den Ball Bedarf auch zu schlagen. Wenn wir uns an Spanisch erinnern, da war die Absicht ja häufig nicht direkt den Springer zu schlagen. Das hier ist Spanisch. Also, selbe Stellung mit Bauen auf E5 statt Bauen auf C5. Hier zum Beispiel nach Bau nach A6 ist es gängiger, mit dem Läufer wegzugehen nach A4, als hier zu schlagen. Aber im Rossolimo, im sizilianischen Verwandten, sollte hier geschlagen werden. Insbesondere nach A6, denn wenn wir weggehen würden, was passiert mit dem Läufer? Wird gefangen. Bau nach B5, Bau nach B3 und Bau nach C4. Und Läufer ist gefangen. Kann man nicht machen. Ein Unterschied zu Spanischweihenden, dass der Läufer halt hier schon am Start ist. Und tschüss, Torkois. Hallo und tschüss. Deshalb nimmt man hier weg. A6 wäre ein schlechter Zug, es kostet zu viel Zeit. Und hier, diese Struktur ist besser für Weiß als diese Spanisch-Äquivalente mit dem Bauern auf E5, wo Schwarz das Zentrum ein bisschen besser im Griff hat. Hiermit wäre Weiß sehr zufrieden. Es gibt so Strukturen, ohne dass Schwarz A6 gespielt hat. Da wäre das kritisch. Hier steht Weiß aber besser. Spielt ruhig, Bau nach D3. Figuren raus, kurz auch gerade. Und dann je nach Sachlage, Springer nach C3, Lauf E3. Dieser Bauer immer ein dankbares Angriffsziel. Das ist keine so gute Variante. Was sind die zwei Hauptzüge hier aus schwarzer Sicht? Postrophilas, vielen Dank für den Sub. G6 wird genannt. Ja, das ist, glaube ich, die Hauptvariante. Wenn ihr euch an geschlossenen Sizilianer erinnert, da hatte ich auch gesagt, wenn wir Zeit haben, spielen wir, wenn es geht, G6, Läufer G7, um auf das Zentrum einzuwirken. Hier ist so ein Hybrid. Hier kann Weiß das Zentrum zwar noch besetzen, aber er hat mit Läufer B5 im Sinne des Kampfes um Zentrum auch vielleicht ein bisschen Zeit verloren. Deshalb ist G6 hier durchaus logisch, um den Läufer herauszubringen und dann weiterzusehen. Der andere Hauptzug ist Bauer nach E6, nennt Chat auch schon. Nicht so sehr mit der Intention, gleich D5 zu spielen, womit man ja diese Fesselung wieder eröffnen würde, sondern eher hoffe ich mit der Absicht, erstmal diesen Springer hier rauszubringen, also zum Beispiel gerade Springer geht hier hin und diesen Kollegen zu unterstützen. Also wir möchten nicht das Tempo verlieren mit Bau nach A6, wonach geschlagen wird, sondern wir möchten den Springer hier hinstellen und dann Bau nach A6 spielen, weil hier geschlagen wird, dann mit dem Springer zurückschlagen. Wer gefragt, warum nicht Springer nach A6? Kann man auch machen. Wandteusen, vielen Dank für den Sub und die warmen Worte. Schön, dass du hier schon 12 Monate am Start bist. Dankeschön. Springer nach A6 kann man auch machen. Hat keinen so guten Ruf, weil es Weiß mehr Möglichkeiten gibt. Hier sowohl Springer nach C3 als auch Bauer nach E5 als auch Laufstich C6 sind hier alle interessant. Aber grundsätzlich auch ein logischer Zug. Ist nicht ganz so populär wie Bauer nach G6 und Bauer nach E6, weil der Springer hier noch keinen so festen Stand hat. In den anderen Varianten, die wir angeguckt haben, da war der Springer hier immer schon ein bisschen etablierter. Hier kann er durchaus noch angerempelt werden. Und dazu gibt es, glaube ich, die Argumentation, dass in solchen Strukturen es noch nicht klar ist, ob der Springer wirklich sofort hier hin will, normalerweise. Deshalb, wie gesagt, G6 und E6 die Hauptzüge. Und es wird zu Recht gefragt, was passiert, wenn der Läufer direkt schlägt. Das ist in der Tat einer der Hauptvarianten. Ich glaube, kurz Rochade und Lauf schlägt C6 sind hier ungefähr gleich auf.
Danach werde ich schon wahnsinnig kompliziert. Also ich hatte gesagt, wenn die Einladung kommt über eine A6, dann schlägt man auf jeden Fall. Aber man kann in der Tat auch freiwillig schlagen, wonach wir wieder so eine Situation haben, wo man sich fragt, was ist wichtiger, das Läuferpaar oder der Doppelbauer. In dieser Situation will man B schlicht C spielen. Im Spanischen sind wir es eher gewohnt, dass man häufig D schlicht C spielte, um zum Beispiel diesen Läufer schnell zu befreien. Und der Läufer konnte auch schnell raus. Hier, wo Läufer eingesperrt ist, eh schon. Macht D schlicht C nichts für Sinn. Hier schlägt man zum Zentrum hin. Mit strategisch super schwieriger Stellung. Was ganz interessant ist, boah, ich weiß nicht, wie interessant es ist, aber der naheliegende Zug hier wäre ja vielleicht auf den ersten Blick Bau nach D5 die Mitte zu besetzen. Das spielt man häufig nicht. Also ich glaube nicht, dass hier unbedingt ein Fehler ist, aber strategisch spielt man es häufig nicht. Und die Argumentation ist, glaube ich, dass danach dieser Bauer weiter geschwächt wird. Sieht auf den ersten Blick nicht so schlimm aus, aber der Bauer kann jetzt nicht mehr wirklich verteidigt werden von Kollegen und kann durchaus ein Angriffsziel werden. Der weiße Figuren, also Bau nach D5, sieht man relativ selten diese Strukturen. Die ja schon sehr speziell sind, deshalb weiß ich auch nicht, wie viel ich euch hiermit volllabern sollte. Ich wollte eher einen Überblick geben über die Option nach Rossolimo. Der typische Plan hier ist, wie gesagt, sehr spezifisch. Der Springer geht nach E7 und dann nach G6. Er geht wieder nicht nach F6, weil er hier einen Tritt kriegen würde. Sondern er versucht hier rauszugehen. Dann versucht Schwarz den Läufer zu entwickeln, kurz zu rochieren. Und dann mal gucken, wie man die Struktur weiterspielt. Sehr, sehr komplizierte Stellung. Kurze Rochade, auch nicht der einzige weiße Zug. Hier wurde schon jeder vernünftige Zug probiert. Bau nach B3 gab es im WM-Match. Anand gegen Gelfand zum Beispiel. Dame nach E2 gibt es, Bau nach D3, Bau nach H4. Also hier macht es keinen Sinn, Theorie zu lernen. Ist einfach eine sehr strategisch komplizierte Stellung. Und ich glaube, weil es so kompliziert ist, ist Bau nach E6 ein bisschen weniger beliebt als die Alternative Bau nach G6. Wonach Schwarz auch hier schlagen kann. Wonach Weiß auch hier schlagen kann. Aber die Pläne sind ein bisschen, finde ich, intuitiver für Schwarz hier zu spielen. Nicht unbedingt besser oder schlechter, aber ein bisschen leichter zu spielen. Klaus Knockelmann, vielen Dank für den Sub. Schwarz hat hier wieder die Wahl zwischen D-C und B-C. Hier gibt es kein unbedingt besser oder schlechter. Hier ist eine sehr knappe Entscheidung. Man kann für beides argumentieren. Van Teusen, vielen Dank für die 2 Subgifts. Dankeschön. D schlicht C. Hier hat Schwarz häufig den Plan. Das ist eine Lieblingsstruktur von Magnus in diversen Eröffnungen. Diesen Bau nach E5 zu stellen und damit diesen Bau auf E5 und C5 und auf C6 zu spielen. Mit sehr, sehr schwierigem Spiel wieder. Schwarz hat den Doppelbauern. Schwarz das Läuferpaar, was im Moment aber nicht so viel aktive Eigenschaften hat. Die Läufer machen nicht so viel. Und Schwarz muss sich überlegen, wer die Figuren rauskriegt. Typisches Muster wäre zum Beispiel Dame nach E7, Springer nach F6, Springer nach D7. Kurze Rochade. Dann mal gucken. Also wahnsinnig anspruchsvolle Stellung. Auch strategisch aber ein bisschen leichter zu spielen für Schwarz als das Äquivalent nach Bauer nach E6. In dieser Stellung hier kann Schwarz auch so schlagen. Auch sehr, sehr kompliziert. Bisschen schwerer, die Figuren rauszukriegen, dafür mehr Bauern im Zentrum. Das sind alles ein bisschen Off-Topic-Stellungen, so der bessere Gewinnstellung sehr häufig, weil es ist nicht direkt Feindkontakt, es ist eher die Frage, wer hier strategisch schlauer plant. Und ich könnte stundenlang über jede dieser Varianten reden, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Grundsätzlich sind das Stellungen, die für beide Seiten gut spielbar sind. Yoloform, vielen, vielen Dank für die 5 Subgeschenke, danke dir. Was man wissen sollte, ist, nach Lauf nach B5 ist es strategisch eine legitime Option, hier zu schlagen. Schwarz sollte daher keine Zeit darauf verwenden, das zu provozieren. Aber wenn Schwarz einen normalen Zug macht, wie Bau nach E6 oder Bau nach G6, dann ist Schlagen auch nicht das Ende der Welt. Führt nur zu einem komplexen Kampf. Weiß nicht gezwungen zu schlagen. Der Lauf ist ja auch nicht angegriffen. Also sowohl nach G6 als auch nach E6 kann Weiß auch in Anführungszeichen normal spielen. Was würde euch da einfallen? Wie kann man hier normal spielen?
Kurzhochrade ist korrekt. Schwarz spielt auch normal. Läufer raus. Dann Turm nach E1, auch mal logisch. Kontrolliert, deckt den Bauern hier in der Mitte. Macht vielleicht, wenn man es dann mal braucht, Rückzugswege für diesen Läufer auf. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, aber häufig ist keine schlechte Idee, kurz zu hochieren, den Turm aus dem Weg zu stellen und dann den Läufer hier wieder zu Hause zu parken. Gar nicht unbedingt in dieser Stellung, da fällt mir gerade ein. Weil Läufer halt langschrittige Figuren sind. Also es ist nicht schlimm, die hinten drin zu lassen. Der Grund, warum man den Läufer früh entwickelt, ist tatsächlich häufig, nicht immer, aber dass der Läufer halt Platz machen muss für den König und die kurze Rochade. Und danach kann er hinten drin manchmal chillen. Hier gibt es auch wieder wahnsinnig viel Theorie. Der Hauptzug aus schwarzer Sicht ist jetzt Springer nach F6 zu spielen. Zu sagen, okay, ich muss Figuren hier irgendwie rauskriegen, nutzt alles nichts. Selbst wenn der Springer hier einen Tritt kriegt, bin ich bereit, mit ihm durch die Gegend zu springen. Wenn er hier angegriffen wird, springt er weiter. Sehr kompliziert. Weiß auch nicht gezwungen, ihn anzugreifen. Der typische Plan hier ist, oder der andere typische Plan ist auch hier wieder, das Zentrum mit dem Bauern zu besetzen, mit Bauer nach C3, gefolgt von Bauer nach D4. Und das ist im Moment eine sehr, sehr aktuelle Variante, haben wir, ich glaube, vor relativ kurzem erst gesehen, zum Beispiel in Caruana gegen Carlsen in Wijk aan Zee. Also die Züge hier müsst ihr euch nicht merken, aber ihr solltet wissen, dass Läufer nach B5 man gut Common Sense-mäßig spielen kann, wenn man keine Lust hat auf offene Sizilianer. Hier geht es noch weiter, hier wird es wieder kompliziert. Schwarz hält jetzt dagegen in der Mitte. Weiß gewinnt Raum, wir haben fast so eine Art französische Struktur oder Caro-Kann. Der Springer springt hier hin und es bleibt kompliziert. Läufer nach E3 mit ja. Das sind immer strategisch anspruchsvolle Stellungen, aber keine Stellungen, wo man so Zug für Zug zwingend alles wissen muss, weil man häufig sie mit Common Sense einigermaßen spielen kann mit beiden Seiten. Auch hier gibt es noch wieder endlos mehr Theorie. Schwarz kann hier auch Bauer nach E5 spielen, anstelle von Springer F6. Auch ein Zug, den wir von Magnus bestimmt schon mal gesehen haben. Also, es ist ein weites, weites Terrain, diese ganzen Rosso-Limo-Geschichten. Was vielleicht auch ein Grund ist, abgesehen davon, dass es ein guter Zug ist, warum sie sich großer Popularität erfreuen. Weiß riskiert strategisch nicht so viel, hat dafür aber trotzdem viel Freiraum auch für verschiedene Schemata in den nächsten Zügen sich hinzustellen. Also entweder mit dem Schlagen oder halt auch ohne das Schlagen. Mit Rochade, Turm E1, C3, D4 und dann mal gucken. Diese Pläne gibt es auch nach Bauer nach E6, nur zum Vergleich, wir haben ja erstmal hier angefangen mit Läufer schlägt C6 Varianten. Auch hier ist Weiß wieder nicht gezwungen zu schlagen, sondern kann rochieren. Schwarz spielt Springer E7, wie erwähnt, um den Kollegen zu unterstützen. Und auch hier ist wieder Turm nach E1 ein typisches Thema. Läufer wird angegriffen. Jetzt, wo hier schlagen, kann man auch drüber streiten, aber nicht mehr so viel bringt, weil der Springer zurückschlagen würde und Schwarz keinen Doppelbauern kriegen würde, geht der Läufer häufig tatsächlich den ganzen Weg zurück nach Hause. Und auch hier bleibt das Spiel wahnsinnig kompliziert. Hier zum Beispiel Bauer nach D5. Weiß schlägt. Schwarz schlägt mit dem Springer zurück. Jetzt versucht Weiß die Mitte zu besetzen. Also kompliziert, aber trotzdem halbwegs Common Sense, finde ich, im Vergleich zu offenen Sizilianern. Also Läufer nach B5, ich bin ja kein hauptsächlich erstens E4-Spieler. Ich bin eher D4-Spieler. Aber wenn ich mehr E4 mal spielen würde, wer weiß, was in der Zukunft kommt, dann wäre das, glaube ich, weil es schwer ist für mich, mich in diese ganzen offenen Sizilianer mit D4 reinzudenken. Wie gesagt, kein objektives Urteil, nur so gefühlsmäßig wäre, glaube ich, Läufer nach B5 eher mein Terrain, weil man das so mit halbwegs gesundem Menschenverstand, kann auch drüber streiten, ob ich den habe, aber spielen kann, ohne dass man diese ganzen sehr, sehr spezifischen Stellungen im Sveshnikov spielen muss. Trotzdem, Sveshnikov kann man natürlich als Weißer, wenn man Druck machen will, sehr konkrete Fragen stellen und auch Schwarz zwingen, einzige Züge zu machen,
was mit Läufer nach B5 auch nicht so leicht ist. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Grundsätzlich Bau nach D4, direkter, zwingender, komplizierter, Läufer nach B5, mehr Common Sense. Hontarios, vielen Dank für den Sub. Gelbo, danke auch dir für den Sub. So, eins haben wir noch nicht. Und zwar einen, der auf Top-Niveau auch relativ häufig gespielt wird. Mit der Absicht, Sveshnikov zu verhindern und Schwarz ein bisschen zugfolgenmäßig auszutricksen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen advanced, vielleicht aber auch nicht. Zugfolgen eh ein Lieblingsthema von mir. Weil häufig kann man, auch wenn man eigentlich nichts Besonderes macht, den Gegner, wenn wir jetzt wissen, der Gegner will immer Sveshnikov spielen, bisschen austricksen, wenn man mit den Zügen ein bisschen rumspielt und in eine andere Variante bringen. Und das ist ein Thema, was auch auf Großmeisterniveau relativ häufig noch vernachlässigt wird. Also nicht in dieser Steuerung jetzt unbedingt, sondern allgemein, dass man mit Zugfolgen manchmal den Gegner einfach aus seiner Lieblingssteuerung rausbringen kann. Und worauf ich hinaus will, ist, dass hier der Zugspringer nach C3, der nicht so prinzipiell ist wie Bau nach D4 oder Läufer nach B5, aber durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Weiß behält sich nämlich die Option, Bau nach D4 zu spielen, offen und sagt, da brauche ich eh immer Springer nach C3. Aber er sagt, wenn du jetzt Springer nach F6 spielst, Sportsfreund, um hier zu deinem Sveshnikov zurückzukehren, dann mache ich wahrscheinlich nicht Bau nach D4, sondern was anderes. Das ist der Hintergedanke, der nicht blöd ist. Also wenn Schwarz hier Springer F6 spielt, wir haben es eben schon ganz kurz am Rande angesprochen, dann könnte Weiß wieder Läufer nach B5 spielen und sagen, in diesen Stellungen weiß ich nicht, ob dein Springer so toll steht auf F6. Also du kannst nicht mehr E6, Springer E7 machen. Wenn du G6 spielst, bist du auch noch nicht sicher, ob der Springer hier hingehört. Und auch hier gibt es eigene Theorie, auch die wieder recht wert, so Springer nach D4. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Springer F6 hier spezifische Nachteile hat, wenn Weiß ihn noch nicht auf D4 festgelegt hat, die Weiß versuchen kann auszunutzen. Er kann auch sagen, haha, war nur Bluff, ich wollte eh Sveshnikov spielen, wollte nur gucken. Aber dann hätte seine Zugfolge nichts für Sinn gemacht. Hier werden wir wieder im Sveshnikov. Deshalb nach Springer C3, weil, wie gesagt, Springer F6, Läufer nach B5 keinen so guten Ruf hat für Schwarz. Da kann man drüber streiten, ich weiß nicht, ob das hier ernste Probleme sind, aber es hat keinen so guten Ruf. Brauchen die meisten Schwarzspieler einen, die Sveshnikov spielen wollen, ihren eigenen Plan. Und was könnte dieser Plan sein, wenn wir wollen zum Beispiel nicht E6 spielen, hier normalerweise als Sveshnikov-Spieler, weil dann spielen wir jetzt D4 wieder und wir sind in der Variante, wo wir nicht mehr Sveshnikov spielen können. Was kann Schwarz tun, wenn ihr hier Magnus Carlsen-Partien verfolgt oder Daniel Dubov-Partien? Habt ihr diese Stellung und die Optionen, die es hier gibt, bestimmt auch schon häufiger mal gesehen. D6 kann machen, hätte aber dasselbe Problem wie E6, worauf ich hinaus wollte, mit diesem Zugfolgetricks. Dann spielen wir jetzt wieder Bau nach D4 und jetzt kommen wir wieder nicht in unseren Sveshnikov, sondern sind in einer Variante. Und ja, es wird genannt, ein Zug, der komisch aussieht, aber tatsächlich Magnus' Lieblingszug hier häufig ist oder war. Bau nach E5. Sehr radikal. Verhindert einfach, dass Weiß Bau nach D4 spielt. Schwächt aber dafür wieder dieses arme Feld auf D5. Also wäre wieder kein Zug, der mir so zusagen würde. Aber Magnus, gut im Schach, spielt relativ regelmäßig so. Bau nach E5. Weiß zieht die Figuren raus, Schwarz zieht die Figuren raus. Nur eine Beispielvariante. Und die Argumentation ist, okay, dieses Feld ist schwach, aber mit meinen beiden Bauern hier kontrolliere ich ganz gut das Zentrum. Und das Feld alleine wird dir nicht so viel bringen und ist tatsächlich eine recht spielbare Stellung.
Wie gesagt, Weisheit. Alternativen auf dem Weg hierhin. Zum Beispiel könnte man hier wäre Manöver starten wie dieses. Aber die Variante ist nicht widerlegt. Und überraschend gesund. Auch weil Weiß sich auf Springer C3 festgelegt hat. Sowas könnte schwieriger sein, wenn Weiß das Zentrum noch challengen kann leicht. Also das hier ein Lieblingsaufbau von Carlsen, den man auch mit vertauschten Farben heutzutage häufiger sieht. Zum Beispiel Ding Liren in dem Turnier, was er gerade spielt. Diese Variante gespielt. Bau nach E4, was ja mit vertauschten Farben sehr, sehr ähnlich ist. Nur das Weiß den Springer schon draußen hat. Weil er einen Zug mehr hat. Andere Beispiele wären auch hier C4, E5, Springer C3, Springer F6, Bau nach G3, Lauf nach B4 und jetzt Bau nach E4. Das hat Magnus gespielt. Im Tiebreak gegen Caruana. Also er mag diese Struktur. Tiebreak bei der WM 2018 und die entscheidende Partie gewonnen. Er mag diese Struktur mit Bauern auf E4 und C4 oder mit vertauschten Farben. Bauern auf C5 und E5. Trotzdem macht das nur in Ausnahmefällen und eigentlich nur in dieser spezifischen Situation hier. Nach Läufer B5 ist E5 schon wackeliger. Gibt es auch. Hat Magnus auch schon gespielt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es ist deutlich wackeliger hier. Und ja, grundsätzlich ist das nicht unbedingt der nächste Schwarzzug. Aber nach Springer nach C3 ist es durchaus eine spielbare Option, den Bauern hier mitzustellen. Die Alternative, die viele Sveshnikov-Spieler hier spielen, auch wenn es streng genommen kein Sveshnikov mehr ist, ist jetzt Bauer nach G6 zu spielen wieder. Zu sagen, ich lasse zwar D4 zu, D4 ist hier der kritische Zug, sonst würde er auf nach G7 kommen. Aber wenn du schlägst, dann bin ich jetzt in einer etwas anderen Variante, nämlich dem sogenannten beschleunigten Drachen. Müsst ihr nicht wissen, was das ist. Aber Weiß hat sich schon auf Springer nach C3 festgelegt, was hier vielleicht nicht der kritische Zug ist. Also es ist so ein, ich will eigentlich keinen Drachen spielen oder keinen beschleunigten Drachen, aber wenn du dich auf Springer C3 festlegst, Weiß vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr folgen könnt oder ob ich wer rede. Vielleicht zur Erklärung. Der beschleunigte Drache ist hier in dieser Stellung nach Springer nach C6, schlägt, schlägt. Jetzt Bauer nach G6 zu spielen und den Läufer rauszubringen. Was aber auf Top-Niveau, also das hier ist eine spielbare Öffnung, aber auf Top-Niveau einen etwas zweifelhaften Ruf hat, weil Weiß jetzt den Bauern wieder nach C4 stellen kann, so Carlsen-Style, und damit das Zentrum recht gut besetzen, die sogenannte Marozzi-Variante. Aber der Bauer kann naheliegenderweise nicht mehr nach C4, wenn Weiß hier seinen kleinen Zugfolgetrick gemacht hat, gesagt, ich will nicht D4, weil dann kannst du Sveshnikov spielen. Ich will erst Springer C3, um dich zu tricksen. Und Schwarz sagt, okay. Sein Geben und Nehmen, du hast mich getrickst, aber in dieser sehr speziellen Variante, die ich jetzt will, kannst du auch nicht mehr Bauer nach C4 spielen, was du hier gerne machen würdest. Und das sind so die Zugfolgeabwägungen auf höchstem Niveau, wo man, wenn man sich die Frage stellt, wie man sein Repertoire zusammenbauen will. Es gibt da nicht unbedingt richtig oder falsch, aber es gibt natürlich zum einen stilistische Präferenzen und halt auch Zugfolgen, Variantenpräferenzen, so, Springer C3 ist nervig, ich will nicht D6 spielen, weil dann nach D4 kann ich nicht meinen Sveshnikov spielen, oder ich will nicht E6 spielen, was auch immer. Aber ich bin bereit, diese Struktur zu spielen, wonach auch Weiß keine Zusatzoption hat. Ich weiß, dass das viel Information ist und auch alles nicht vollkommen nachvollziehbar. Ich versuche mal in diesen Videos, ich weiß nicht, ob es klappt, aber am Anfang alle ein bisschen mitzunehmen, aber dann auch für die sehr fortgeschrittenen Weges ein paar Hints zu droppen, warum, was, wie gemacht wird. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Logischerweise könnte ich oder andere Theorieexperten stundenlang über jede dieser Varianten reden und sich dafür zu entscheiden, welche man spielt. Ist häufig entweder der erste Schritt oder manchmal auch der letzte Schritt. Also so bei so einer WM-Vorbereitung kann es auch durchaus sein, dass man hier G6 und E5 beides einstudiert und dann sagt, ja, die beiden Möglichkeiten haben wir. Kannst du entscheiden, was dir besser passt als Beispiel. Oder genauso kannst du ja sagen, hier kannst du auch nach Springer nach C3, kannst auch Springer F6 spielen oder musst du mit Läufer B5 leben. Da haben wir diese Varianten. Ja, E5 gibt es das und so weiter und so fort. Also das sind so die Entscheidungen, die man treffen muss, aber davor muss man sich viel Kram häufig reinziehen. So, meine Damen und Herren, das war unsere heutige Folge zu
der Sveshnikov-Variante im Sizilianer und den verwandten Varianten drumherum. Nochmal im Schnelldurchlauf. Bonner E4, guter Zug. Bonner C5, guter Zug, Sizilianer. Springer nach F3, der absolute Hauptzug. Geht raus, geht Mitte, bereitet D4 vor. Springer nach C6, nicht der einzige Zug. D6 und E6 sind fast genauso populär, insbesondere D6 vielleicht sogar populärer. Werden wir in späteren Folgen kennenlernen. Aber Springer nach C6, ja, wie gesagt, sehr logisch. Sveshnikov ist weiß, öffne das Zentrum. Mit Bauer nach D4, der Springer schlägt zurück. Schwarz bringt die Figuren raus. Und jetzt dieser sehr verpflichtende Zug, der Sveshnikov auch sehr spezifisch macht und sehr, sehr anders von allen anderen sizilianischen Varianten. Bauer nach E5, was zu wirren, komplizierten Steuerungen führt, wo Schwarz versucht, diese Schwäche mit dynamischem Spiel zu kompensieren, was objektiv einen guten Ruf hat und gut klappen sollte. Weil Weißspieler auch wissen, dass er einen guten Ruf hat, greifen viele zur Alternative Lauf nach B5, der Rossolimo-Variante, die zu mehr Common-Sense-artigen Spiel führt. Springer C3 ist ein fortgeschrittener Versuch, Schwarz mit der Zugfolge auszutricksen. Schwarz kann gegentricksen mit Bauer nach E5 oder Bauer nach G6. So, Chat. Das war die heutige Stunde. Ich hoffe, ihr habt alles mitgeschrieben. Alles klausurrelevant, außer, wie ich gesagt habe, ist nicht klausurrelevant. Sizilianisch ist hochkompliziert. Ich habe in Folgen davor schon gesagt, dass ich Anfängern eher zu E4, E5 und dann vielleicht sogar noch zu Karo Kann raten würde, bevor ich mich an Sizilianisch versuchen würde. Weil halt bei Sizilianisch, wie die Figuren rauskommen, habt ihr hier gesehen, einfach nicht so intuitiv ist wie nach E4, E5. Aber es hat auch seine Vorteile. Für mich persönlich, ich spiele ab und zu Sizilianisch, gerade so, also ich habe es eine Zeit lang regelmäßiger gespielt. Aber in letzter Zeit eher sporadisch. Ich würde gerne eine Variante haben, mit der ich mich noch wohler fühle im Sizilianer, aber gibt begrenzte Zeit für mich, an meinem Schlüssel zu arbeiten. Bei Magnus habt ihr ja vielleicht mitgekriegt. Magnus hat im 2016 WM-Match E5 gespielt als Hauptwaffe, dann im 2018 WM-Match C5 gespielt als Hauptwaffe. Da ganz schön gelitten, also keine Partie verloren, aber es waren viele komplizierte Sachen. Aber im Nachhinein dann, glaube ich, sehr davon profitiert. Vielleicht erinnert ihr euch, dass er 2019 ziemlich dominiert hat, die Schachszene, und auch mit Schwarz ganz viele Partien gewonnen hat, mit diesem C5 und Springer C6. Also es ist schwerer, das hier auszuhalten, sage ich mal, theoretisch, weil es halt so viel komplizierte Steuerung gibt. Aber die Upside ist auch höher, weil die Steuerung halt auch für Weißspieler tricky sein können. Ich weiß, heißt gerade, der Name vom weißen Spieler war nicht im Bild. Müssen wir mit durch. Wir hatten hier ein bisschen Brett ausschneiden. Pech am Anfang. Der Name des Weißspielers ist E4, C5. Auf Top-Niveau, ich glaube, es ändert sich ein bisschen, aber würde ich sagen, ist im Moment Läufer nach B5 vielleicht ein bisschen populärer als D4. Aber beides. Beides wird häufig gespielt. Okay, Chat, das war unsere Schachschule für heute. Wir werden vieles behandeln. Ich kriege super viele Fragen immer, ob ich diese super spezifische Nebenvariante hier Jobawa-Englisch bzw. Bertramisch behandeln werde. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben noch sehr, sehr viele Eröffnungen in dieser kleinen Schachschule vor uns. Geht auch schon viel nachzuarbeiten. Ich glaube, es war Folge 13 oder so. Also, wenn ihr Spaß dran habt, dann zieht es euch rein, ist in den Twitch-Highlights, wenn ihr kleine Schachschule unterstützen wollt. Freue ich mich natürlich, wenn ihr rein subbt hier, wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr das mit eurem Twitch verknüpfen. Damit Janistan und den Schach-Content hier mit einem Sub supporten. Haut auch gerne ein paar Sub-Gifts raus. Vielen Dank für euren Support.